Möchte Sie natürlich recht herzlich begrüßen. Sehr geehrte Anwesende, ich freue mich zu unserem heutigen Richtfest des Begegnungszentrum Boxwalde, die Bürger von Boxwalde, unseren Landrat Herr Marco Köhler zu begrüßen, Herrn Bansen, wo ist er? Da hinten, ganz versteckt, den Herr Bansen. Freut mich ganz besonders, dass Sie auch da sind, Herr Bansen. Des Weiteren möchte ich unseren Amtsdirektor begrüßen und alle weiteren Gästen herzlich willkommen heißen. Mit dem heutigen Tag ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen, sodass wir sehr optimistisch auf den September 2023 schauen können. Das ist der geplante Termin zur Inbetriebnahme der Kita für die lang ersehnten Betreuungsplätze unserer jungen Boxwalder Bürger. Ich wünsche uns, dass wir auch ausreichend Bewerbungen für das erforderliche pädagogische Personal erhalten werden, um dann eben die Betreuung unserer Liebsten, sprich unseren Kindern, zu gewährleisten, und hoffe, dass Sie auch hier viel Spaß haben werden. Jetzt eine kurze Zusammenfassung zur Entwicklung bis zum heutigen Punkt. Ich fasse mich wirklich ganz kurz. Am 20.05.2018 hatte nach der Vorplanung der Grundlagen für die Erarbeitung des Bauantrages entschieden sich die Gemeindevertreter für die Variante 2 der vorgestellten Projekte, siehe das, was wir jetzt hier haben. Am 5.10.2018 erfolgte die Einreichung der Bauantragsunterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Die Gesamtkosten damals belagen sich bei Bau- und Nebenkosten bei ca. 3,6 Millionen Euro. Leider war es uns nicht vergönnt, Fördermittel aus den Landesinvestitionsprogrammen zur Erschaffung neuer Kita-Plätze im Land Brandenburg zu erhalten, was ja eigentlich traurig ist für uns. Aber gemäß der ersten Projektablaufplanung war die öffentliche Ausschreibung der Bauleistung im zweiten Halbjahr 2019 vorgesehen und die Realisierung des Baus sollte 2021 dann umgesetzt werden. Dann kam Corona und ja, andere Schwierigkeiten, die im Prinzip den Baustart blockierten und bremsten. Endlich waren wir dann in der Lage, am 17. Januar dieses Jahres den Spatenstich durchzuführen und den Baubeginn einzuleiten. Was mich und ich denke auch viele Wartende auf einen Krippenplatz erfreute. Und nun sind wir halt hier angekommen. Ich möchte noch kurz ein paar Daten zum Begegnungszentrum bekannt geben. Unser multifunktionelles Kultur-, Freizeit- und Bildungszentrum mit Neubau-Kita gemeinsam mit Gemeindesaal, Bürgermeister, Bürgermeisterinnenbüro inklusive unserer Gemeindebibliothek werden hier unterkommen. Es ist ein eingeschossiges Bauwerk mit der Option, die wir wahrscheinlich wirklich schon bald in Anspruch nehmen müssen, da der Bedarf sehr hoch ist, zur modularen Ausbauerweiterung. Die jetzige Geschossfläche beträgt ca. 1095 Quadratmeter. Die Gesamtkosten liegen jetzt bei ca. 4,7 Millionen Euro. Und wir haben einen Investitionskredit von 3,4 Millionen Euro leider aufnehmen müssen. Ich freue mich aber trotz alledem, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Herr Bansen hier ist. Wir haben LIDA-Fördermittel erhalten von der LAG in einer Höhe von 249.000, die uns zugesagt wurden. Wir haben auch aus dem Kreisentwicklungsbudget einige Fördermittel erhalten mit einer Gesamtsumme von ungefähr 2.100 Euro. Und diese Kita wird für 66 Kinder Platz bieten. Das entspricht etwa 75% der gesamten Gebäudefläche. Wir werden einen Gemeindesaal haben und Wirtschaftsräume, die dann die restliche 25% der Gebäudefläche einnehmen werden. Wir haben vorne einen Festplatz mit einer Fläche von etwa 450 Quadratmetern. Für den Betrieb der Kindertagesstätte ist es nach aktuellen Richtlinien erforderlich, erforderlich, dass wir etwa 10 pädagogische Fachkräfte plus 2 Wirtschaftskräfte einstellen müssen.
Das soweit eigentlich zu meiner Begrüßungsrede. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei Frau Pepke und den Mitarbeitern des Bauhofes des Amtes Brück bedanken, die hier die Vorbereitung getroffen haben. Ich möchte mich bei der Gärtnerei Stieler bedanken, die ein bisschen Deko bereitgestellt haben. Und natürlich allen anderen, die an diesem Objekt beteiligt sind, angefangen vom Planungsbüro bis hin zu den Gewerke. Recht herzlichen Dank und ich würde dann das Wort an unseren Amtsdirektor übergeben. Danke. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir herzlich willkommen. Da sieht man, wenn man sich nicht abstimmt bei den Reden, geht es schneller. Ich kann einen Teil weglassen, weil Eckbert schon etwas erwähnt hat. Nichtsdestotrotz, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte ausführende Firmen, sehr geehrtes Planungsteam S&P, sehr geehrte Gemeindevertretung, sehr geehrter Herr Landrat, Marco Köhler, lieber Eckbert, als Bürgermeister, ich begrüße Sie alle zum heutigen Richtfest für das neue Begegnungszentrum Burgwalde. Für Bauherren und Bauherrinnen, für Architekten und Architektinnen, für Handwerker und Handwerkerinnen und vor allem für die Menschen, die hier künftig arbeiten, sich austauschen und sich einbringen werden, ist das Richtfest ein großes Ereignis. Das Schöne am Hausbau ist ja, dass man nicht nur die Fertigstellung feiert, sondern verschiedene Etappen. Nach dem Spatenstich und Grundsteinlegung am 17. Januar diesen Jahres, noch durch meinen Vorgänger Marco Köhler durchgeführt, kann man sich beim Richtfest erstmals eine konkrete Vorstellung von dem machen, was hier einmal entstehen wird. Wir feiern heute aber nicht ein gewöhnliches Richtfest, denn bei diesem neuen Gebäude handelt es sich nicht um irgendeinen Neubau in Burgwalde, sondern man kann durchaus von einem positiven, einer richtungsweisenden Weichenstellung für die Gemeinschaft hier im Ort reden. Hier entsteht nicht nur eine neue Kita, sondern zugleich ein amtsweit einzigartiges, multifunktionales Kultur-, Freizeit- und Bildungszentrum, das, wie Eckbert schon gesagt hat, neben einem Gemeindesaal und der Kita ein Büro für den Bürgermeister und eine Bibliothek beinhalten wird. Mit diesem Begegnungszentrum schaffen wir ein soziokulturelles Bindeglied für alle Einwohner in Burgwalde. Das Begegnungszentrum hätte aus unserer Sicht auch an keinem besseren Platz stehen können. Mitten im Herzen von Burgwalde, zwischen der bestehenden Gemeinschaft und dem sich rasch ausbauenden oder entwickelnden Neubaugebiet, ist es ideal, um Neu und Alt zu verbinden. Beispielsweise durch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Ausstellungen. Auch Gemeindefeste und Einwohnerversammlungen können hier künftig abgehalten werden. Und Vereine und Interessensgruppen haben künftig einen Anlaufpunkt in den hiesigen Räumlichkeiten. Zudem wird der integrierte Kita-Bereich für eine zeitweilige Entlastung der sozialen Infrastruktur sorgen, wenn wir ausreichend Personal akquirieren können. Durch den fortwährenden Siedlungsdruck gerät die Verwaltung dahingehend auch immer stärker unter Druck, was zu einem mittlerweile erheblichen Frust in der Gemeinschaft führt. Mein Appell daher an die Gemeinde und an alle Nachbargemeinden: Lassen Sie es zukünftig bei Entwicklungsflächen etwas ruhiger angehen. Aber genug der mahnenden Worte. Die Fördermittel hatte Eckbert schon erwähnt. Hier auch nochmal mein Dank an Herrn Bansen und den Landrat von der LAG für die Fördermittel, für die LIDA-Mittel und auch nochmal an den Landrat für die Mittel aus dem Kreisentwicklungsbudget. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch recht herzlich bei meinem Team bedanken, allen voran Frau Pepke, welche bei der Fördermittelakquise eine hervorragende Arbeit leistete oder auch immer noch leistet. So hoffen wir dank Frau Pepke noch auf zusätzliche Fördermittel, Herr Bansen. Ich wollte es nicht so fragen. Weiterhin bedanke ich mich bei den ausführenden Firmen sowie dem Planungsteam S&P für ihre Arbeit, die bisherige Arbeit und, was ich schon gemacht habe, bei den Fördermittelgebern der lokalen Aktionsgruppe Fleming-Havel und dem Landkreis. Bedanken möchte ich mich abschließend auch bei der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister für den stets konstruktiven Austausch. Ich wünsche uns heute ein schönes Richtfest. Es ist jetzt ja doch entgegen der Wettervorhersage trocken.
Von daher einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Ich glaube, der Landrat wollte noch etwas sagen. Ja, genau, darf ich Landrat bitten? Ja, wie das so ist mit Reden, ne? Überschneidet sich alles, deswegen packe ich meine mal zur Seite. Aber ich glaube, mir fällt das ein oder andere ein zu diesem Thema und zu diesem schönen Neubau, bei dem wir heute stehen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Amtsdirektor, lieber Matthias, sehr geehrter Herr Bürgermeister Eckbert, freue mich auch, dass der Bürgermeister aus Borkheide hier ist, Andreas Kreibig und Sigrid als Bürgermeisterin aus Linte. Man sieht auch, dass dieses Projekt ja nicht nur für Borkwalde, sondern für die Gemeinde des Amtes Brück. Wer ist noch da? Werner. Ralf habe ich gar nicht gesehen. Herr Werner, der Bürgermeister aus Gölzow auch. Sind wir fast vollständig oder ist das Amt Brück fast vollständig? Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja, ich kann mich noch sehr gut an die Sitzung in 2018 in der Gemeindevertretung Borkwalde entsinnen, in der Kita. Wir haben diskutiert, gemeinsam die Amtsverwaltung mit Ihnen als Gemeindevertretern, um den Neubau eines Gemeindehauses. Ich glaube, das war das zentrale Thema, was sich über viele Jahre hinzog und immer neue Richtungen einschlug. Und ich kann mich sehr gut an diese Sitzung erinnern, wie wir dann in dieser Sitzung zu dem gemeinsamen Ergebnis gekommen sind. Wenn wir über ein Gemeindehaus sprechen, sollten wir nicht bei der Entwicklung unserer Kinderzahlen und den Problemen, die wir amtsweit haben, aber insbesondere in Borkwalde, über eine Kita sprechen. Und so war die Idee geboren in 2018. Und heute stehen wir in 2022 hier und ich meine es nach wie vor, auch wenn es mir persönlich auch zu langsam geht, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, aber wenn kommunal gebaut wird, ist das vergleichsweise Lichtgeschwindigkeit. Da kann man drüber schmunzeln, aber es ist leider so, weil die Prozesse in öffentlichen Verwaltungen, wenn sie bauen und Kommunalpolitik mitzuentscheiden hat, halt solche langen Wege gehen. Hinzu kam aber noch eine ganz wesentliche Entscheidung. Und zwar eine gemeinsame Gemeindevertretersitzung zwischen der Gemeindevertretung Borkwalde und Borkheide. Die haben wir in Borkheide durchgeführt, in der Schule in Borkheide. Ich glaube, so etwas gab es in der Form auch noch nicht. Und da hat man sich gemeinsam dazu entschieden, Borkwalde wird sich um die Kita-Frage in diesem Bereich Borkheide und Borkwalde zukünftig kümmern und Borkheide um die Schulfrage, dass das Problem in Borkheide größer, auch finanziell größer ist. Als wir alle anfangs dachten, konnte auch jeder in den letzten Wochen, Monaten die Medien entnehmen. Sicherlich wird es da für die Zukunft auch eine Lösung geben. Ich kenne sie aktuell noch nicht, aber wünschenswert ist es für die gesamte Region. Dann kommt ein ganz wesentlicher Punkt hinzu und Herr Röhl hat schon erwähnt, Borkwalde wächst nicht, Borkheide explodiert. Noch zur letzten Kommunalwahl hatte die Gemeinde Borkwalde zum Stichtag 1499 Einwohner, das weiß ich deswegen so genau, weil es dazu führte, dass Borkwalde nur zwei Vertreterinnen im Amtsausschuss hat und nicht drei. Bei einem Einwohner mehr wären es dann nämlich drei Vertreter gewesen. Heute sind wir, glaube ich, und Herr Röhl kann mich, vielleicht weiß er, 2100 Einwohner, also 2000 dürfte in Borkwalde überschritten sein. Und hier kommen ja viele Menschen, die hierher ziehen in dieses Wohngebiet. Ich glaube, insgesamt sind es über 50 Hektar, ne, aus den 90er Jahren, dieses Wehplangebiet. Viele, nicht nur die Kinder Wunsch haben und ein Kind zur Welt bringen, die bringen schon fertige Kinder mit, was zu dem Problem führt, dass wir eigentlich schon die Kita-Plätze und die Schulplätze bräuchten. Und insofern freue ich mich ganz besonders. Ich könnte noch eine halbe Stunde über das ganze Thema hier sprechen, weil auch das wurde von Eckbert Esker angesprochen, Förderung. Bei der Förderung beispielsweise waren wir mit unserer Planung und dem, was wir hier getan haben, waren wir einmal zu schnell und nicht zu langsam. Und das führte nämlich genau dazu, dass die Gemeinde Borkwalde nicht mehr an der Landesförderung teilhaben konnte, weil wir mit unserer Planung zu weit fortgeschritten waren und den Bauantrag, ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon die Baugenehmigung vorliegen. Und somit, es ging nur um ein paar Wochen, somit war die Gemeinde Borkwalde nicht mehr förderfähig in diesem Zusammenhang. Und insofern freue ich mich sehr darüber, 5 Euro, wo das Telefon klingelt. Der Bürgermeister von Blattenburg. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass auch dieses Gemeindezentrum und diese Kita auch in der LAG wieder Thema ist, zu möglichen Erweiterungen im Rahmen der Förderung. Und nein, nicht Heiko Wanse und Heiko, sehe es mir nach, du entscheidest darüber, sondern wir als Vorstand entscheiden darüber, wer ein positives Votum bekommt schlussendlich. Andreas mussten wir so, ne? Wir sind ja beide Vorstandsmitglieder dort. Insofern bin ich aber guter Dinge, dass hier auch die Gemeinde unterstützt werden kann bei diesem ganz gewichtigen und wichtigen Thema und insbesondere bei einem Projekt, wo jung und alt, und so sage ich das mal, ein Gemeindesaal ist für die Gemeinde, für die erwachsenen Bürgerinnen und Bürger und hier die Kinder an einem Ort sind
Und ich kann mir nur vorstellen, dass es gut wird und würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr, wenn Sie mich einladen, wenn dieses Gebäude seiner zukünftigen Bestimmung übergeben wird. Mit Sicherheit. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und viel Spaß. Ich danke dem Landrat recht herzlich für die guten, schönen Worte. Jetzt würde ja gleich der Richtspruch folgen. Bevor wir aber dort uns hinbewegen, würde ich anbieten, jeden ein entsprechendes Getränk sich zu nehmen und dann würden wir uns rausbegeben, um den Richtspruch durchzuführen. Danke. Mit Gunst und Verlaub. O versammelte Richtfestgäste, lasst euch grüßen aufs Allerbeste und hört nach altem Brauchtum an, vom Dachstuhl hoch den Zimmermann. Die Feierstunde hat geschlagen, es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtkranz nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Auf starken Mauern festen Grund, das Dachgesperr blickt in den Grund. In seines Holzwerks voller Pracht, recht als ein Meisterwerk gemacht, damit's für lange Zeit zum Nutz, den künftigen Nutzern bietet sicheren Schutz. Doch wie auch die Menschen im Fleiße sich regen, nichts kann gedeihen ohne göttlichen Segen. So möge der Herrgott den Bau hier bewahren, vor Sorgen und Nöten und allen Gefahren, vor Erdbeben, Feuer und Wassernot und auch vor Krieg und Mord und Tod, damit man in Zukunft noch sehen kann, was einst hier vollbracht der Zimmermann. Nun steht hier gar herrlich anzusehen, der Bauherr wird es gern gestehen, das Gemeindezentrum stolz aufgerichtet, brav tat ein jeder seine Pflicht, der an dem Bau mit tätig war. Man scheute Mühe nicht, noch Gefahr. Warte, mal schauen. Geht weiter. Drum nehme ich nun froh das Glas zur Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand. Und mit dem feurigen Saft der Reben, die will jedermann die Ehr ich geben, wie sich's nach altem Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist ausgeführt. Nun ist das Glas wohl ausgeleert und weiter für mich nichts mehr wert. Drum werfe ich es nieder. Ach, hat geklappt. Zerschmettert braucht es keiner wieder. Doch Scherben bedeuten Glück und Segen den künftigen Nutzern auf all ihren Wegen. Bald rückt die Zeit hier schon heran, dass man den Bau beziehen kann. Und wird's erst drinnen fertig sein, dann wird man ganz zufrieden sein. Jetzt ist ein ganzes Stück geschafft und weiter geht's mit frischer Kraft. Drum wünsche ich, so gut ich's kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz empor gehobenem Blick, dem neuen Gemeindezentrum recht viel Glück. Dankeschön. Danke, danke. Können wir dazu? Nochmal dazu. Dankeschön. Nochmal dazu.